Hallo Deutschland. Mit meinem heutigen Gruß aus Brüssel möchte ich Sie auf meine Arbeit in der kommenden Plenarwoche in Straßburg einstimmen. Unter anderem erwarten wir den Besuch des Papstes, der am Dienstag im Parlament sprechen wird. Zunächst muss sich die Kommission einer Befragung zu den Umsetzungspunkten der Gleichbehandlungsdirektive stellen. Weitere große Themen, zu denen es Aussprachen gibt, sind der Entwicklungsrahmen der Europäischen Union nach 2015 und die UN-Klimakonferenz. Unter den Hauptpunkten, zu denen ich Redezeit beantragt habe, steht zunächst die Übertragung der Bankenaufsicht auf die Europäische Zentralbank im Fokus. Dreh- und Angelpunkt ist in meinen Augen die Frage, ob eine Bank, eine Zentralbank, überhaupt eine solche Doppelfunktion ausüben darf. Damit begibt sie sich nämlich in die Gefahr eines massiven Interessenkonfliktes. Die Europäische Zentralbank kauft Anleihen anderer Banken auf und könnte mit der Funktion Bankenaufsicht zukünftig gleichzeitig andere Banken schließen müssen. Damit würde sie möglicherweise eigene Verluste in ihrem Portfolio verursachen und damit sich einem klassischen Dilemma gegenübersehen. Wie können wir sicher sein, dass die Europäische Zentralbank, die selbst bereits Regeln gebrochen hat, in der Funktion einer Bankenaufsicht die Regeln korrekt anwendet? Deshalb sage ich Nein zu dieser Doppelfunktion. Auch die Stahlindustrie in Europa ist kommende Woche Thema, nicht nur im Rahmen des Klimaschutzes. Als eines der sogenannten energieintensiven Industrien steht sie unter besonderer Beobachtung hinsichtlich ihres CO2-Ausstoßes. Aufgrund chemisch-physikalischer Gesetzmäßigkeiten ist es nicht möglich, diese Emissionen in dem Maße zu senken, wie sich das mancher vorstellen mag. Die Stahlindustrie ist bereit, ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das zeigt sie seit den 90er Jahren, als die deutsche Stahlindustrie mit ihrer Selbstverpflichtung zur Emissionssenkung startete. Innovative Entwicklungen in Anlagen und Prozesstechnik ermöglichten eine ständige Absenkung des Carbon Footprint. Jetzt ist man fast an den Grenzen des technisch Machbaren angelangt. Diese Innovationskraft wird nicht anerkannt. Nein, der Zertifikatehandel stellt eine immense finanzielle Belastung dar, die die internationale Konkurrenzfähigkeit stark beeinträchtigt. Carbon Leakage, die Abwanderung der Produktion in andere Länder ohne vergleichbare Umweltschutzmaßnahmen, ist die Folge. Das ist kontraproduktiv und keineswegs im Sinne eines globalen Umweltschutzes. Deshalb trete ich für eine umweltfreundliche Lösung ein, die die Wirtschaftlichkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Stahlindustrie stärkt. Dieses Ziel können wir erreichen, indem wir die Benchmarks an den wirklich effizienten Anlagen und den aktuellen Produktionsmengen ausrichten, was letztlich auch die Marktstabilitätsreserve überflüssig machen würde und die Zertifikate sowohl die direkten als auch die indirekten Emissionen berücksichtigen. Ein weiterer Komplex befasst sich mit der Frage, ob das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa durch Umwandlung in legale Migration gelöst werden kann bzw. sollte. Die dramatischen Ereignisse, die sich vor einem Jahr vor der Mittelmeerinsel abspielten, sind tragisch und ich stimme grundsätzlich zu, dass wir Maßnahmen treffen müssen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Diese Maßnahmen dürfen aber keinesfalls dazu führen, dass diese Form der illegalen Einwanderung aus menschlichem Mitgefühl heraus legalisiert wird. An dieser Stelle möchte ich nachdrücklich dafür plädieren, dass wir strikt zwischen Asyl und Zuwanderung differenzieren. Schleusern und Menschenhändlern wird keineswegs dadurch das Handwerk gelegt, dass Europa die Grenzen insbesondere zu Afrika öffnet. Im Gegenteil, das wäre Wasser auf deren Mühlen. Die Politik der Europäischen Union zu diesem Thema muss das deutliche Signal aussenden, dass solche lebensgefährlichen Aktionen auf gar keinen Fall zum Ziel führen. Es wäre zu überlegen, ob Frontex auch dazu eingesetzt wird, dies in den afrikanischen Staaten zu kommunizieren, die Realität zu schildern, um den verführerischen Versprechungen von Schleusern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Information und Aufklärung statt Legalisierung illegaler Einwanderung. Am Mittwoch steht die Frage im Raum, ob ein palästinensischer Staat anerkannt wird. Ich frage, welchen palästinensischen Staat sollen wir anerkennen? Den der Hamas in Gaza oder den der Fatah in der Westbank? Ich kann den Wunsch nach einem palästinensischen Staat nachvollziehen. Doch dieser Schritt will gut überlegt und vor allem vorbereitet sein. Die wichtigste Frage, die in diesem Zusammenhang zu beantworten ist, lautet: Wird dieser Schritt zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten führen? Oder würde vielmehr ein neuer Nährboden für noch mehr Unruhe entstehen? Würde die Hamas ihr erklärtes Ziel, Israel zu vernichten, aufgeben oder quasi mit staatlicher Unterstützung respektive legalisiert weiterverfolgen? Schon jetzt gibt es Differenzen über eine eventuelle Gebietsaufteilung, insbesondere über den Zugang zum lebenswichtigen Element Wasser. Schon jetzt konkurrieren Fatah und Hamas. Wird es möglich sein, beide Gruppierungen in einem gemeinsamen Staat friedlich zu vereinen? Würde dieser Staat die Grenzen Israels akzeptieren, Menschenrechte respektieren, Minderheitenschutz garantieren? Alles in allem, würde dieser palästinensische Staat ein Rechtsstaat sein? Solange diese Fragen nicht überzeugend beantwortet sind, kann ich vor einer Anerkennung eines palästinensischen Staates nur warnen.
Und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen und fahre nach Straßburg. Danach werde ich Ihnen dann von den Ergebnissen der Plenarsitzung berichten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Markus Prezell, Alternative für Deutschland.